Weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe heute so einen richtig kleinen Jetlag nach der Zeitumstellung. Und damit herzlich willkommen zu einem brandneuen Vlog und Tag 2 der Summer Prep 2024. Es ist jetzt 7:05 Uhr morgens. Es ist wieder dunkel nach der Zeitumstellung. Es war so richtig schön, als es morgens schon richtig hell war. Hey, aber das wird ja bald wieder. Ich habe heute einen Cardio-Tag. Ich hatte ja Cardio geskippt. Gestern war Feiertag und da habe ich mir ein schönes Rücken-Workout gegönnt, was auch wirklich gut war. Und das heißt, ich werde Cardio jetzt heute nachholen und mir jetzt auch erstmal einen Kaffee machen, um ein bisschen wach zu werden. Ihr merkt, die Stimme ist noch ein bisschen langsam, ein bisschen ruhig. Ich habe meine Supplemente noch nicht genommen. Das werde ich auf jeden Fall auch gleich nochmal machen. Ich werde jetzt heute natürlich nicht irgendwie einen riesen Pump brauchen, aber Citrullinmalat zum Beispiel ist ja gar nicht so verkehrt für die Durchblutung und das kann man natürlich dann auch gebrauchen, wenn man dann auf dem Laufband ist. Bei mir sind heute 40 Minuten Cardio dran, also ich werde 40 Minuten Cardio machen bei 10 Grad Steigung und 5 km/h. Das ist ja diese sogenannte Zone 2, also die versuche ich auf jeden Fall zu treffen. Da gibt es dann eine Formel, 220 minus Alter und dann noch irgendwas und dann kommt dann quasi dann die Herzfrequenz raus oder der Puls raus, den man dann quasi erreichen muss für diese Zone 2, also eher ein langsames und ruhiges Cardio für die Fettverbrennung eigentlich, glaube ich, gedacht, aber Fettverbrennung braucht man nicht unbedingt, aber es ist, glaube ich, auch ganz gut einfach so für den Kreislauf. Von daher werde ich dann dieses Zone 2-Cardio machen. Ah, da ist noch ein bisschen Milch drin. Und dann geht es nachher später dann auf jeden Fall auch schon wieder ins Homeoffice. Also ich habe diese Woche ganz normale Arbeitswoche. Das heißt, ich werde dann morgens vor der Arbeit wieder mein Vierer-Split machen. Morgen geht es dann mit Brust weiter. Aber eigentlich auch direkt mal auf den Schlafwert schauen. Also ich werde auf jeden Fall jetzt auch in der Summer Prep wieder mehr auf die Werte achten. Ich hatte so in den letzten 2, 3 Wochen nicht mehr so genau auf mein Fitnesspal geachtet, nicht mehr so ganz genau auf die Kalorien. Das sieht man auch ein bisschen am Gewicht. Heute Morgen waren es 69,5 Kilogramm wieder, also wirklich stabil in der 69er Range. Und jetzt gucken wir gerade mal, wie es bei Aura hier aussieht. Das sind jetzt eine Tagesform von 81 und ein Schlafwert von 80. Okay, das bedeutet ein bisschen wenig Schlaf, aber das liegt wahrscheinlich dann auch an der Zeitumstellung so ein bisschen. Herzfrequenz im Schnitt war gut und die Herzfrequenzvariabilität mit 20 auch super. Das bedeutet, dass Cardio gut funktioniert. Also regelmäßiges Cardio scheint dazu beizutragen, dass meine Herzfrequenzvariabilität nach oben geht. Es ist 7:27 Uhr, in 3 Minuten macht das Fitnessstudio auf und ich hoffe mal, dass die Laufbänder soweit alle frei sind. Also ich bin eigentlich noch ganz gut in der Zeit. Mal gucken, wie viele Leute heute Morgen sich für Cardio entscheiden. Ich sage zwar immer, oh, hoffentlich sind die Geräte frei, weil das Fitnessstudio ist wirklich klein und die haben von den meisten Geräten 2, 3 Stück, aber auch nicht mehr, aber meistens habe ich ja Glück und ich kann an die Geräte dran. Ja, also es ist jetzt quasi immer eine künstliche Spannung, die ich da so ein bisschen aufbaue. Was ich auf jeden Fall jetzt mal nicht aufbauen muss, aber machen muss, ist so eine Zieldefinition für die nächsten 3 Monate, für die Summer Prep und worauf ich auch meinen Fokus so ein bisschen lege, weil einfach nur sagen, hey, ich will eine gute Figur im Sommer haben, ist okay. Da arbeite ich jetzt ja quasi schon seit, naja, im Sommer dann seit einem Jahr dran. Aber so einen kleinen Fokus muss ich mir noch überlegen. Und ich denke mal, es wird auf jeden Fall ein Fokus auf die Beine sein, auf Cardio. Das sind beides Dinge, die ich, glaube ich, über die Jahre hinweg immer so ein bisschen vernachlässigt habe. Und noch auf den Bauch, also aufs Bauchtraining, um dort noch ein bisschen Muskulatur aufzubauen. Ich sage ja immer, hey, ich nehme zuerst am Bauch zu und dann ist das Fett und dann sieht man die Abs nicht. Also mir ist schon klar, dass ich jetzt durch Bauchtraining kein Bauchfett verliere. Aber die Abs ein bisschen rauszuarbeiten, dass man sie sieht, obwohl man ein bisschen Fett am Bauch hat, das wäre nicht verkehrt. Wobei das ja jetzt wirklich nicht mein Ziel ist, das Fett aufzubauen. Cardio complete.
3,22 Kilometer, 10 Grad Steigung, 5 km/h, 40 Minuten. Ich fühle mich nicht ganz so euphorisch, wie ich es vorher mir, glaube ich, erhofft habe. Aber es hat auf jeden Fall gut getan. Ich habe heute mal versucht, so eine Mind-Muscle-Connection auch beim Cardio zu machen. Also wirklich einen Fokus quasi auf die Beine, auf die Schritte, auch auf die Atmung. Ich habe im Hintergrund auch nur Musik laufen lassen. Beim letzten Mal hatte ich erst mit einem Podcast angefangen, aber ich bin dann auch auf Musik geschwenkt. Also ich habe wirklich versucht, mich jetzt auch nicht irgendwie ablenken zu lassen. Sich bei Cardio wirklich mal aufs Cardio zu konzentrieren, war auf jeden Fall heute mal ein anderer Ansatz, ein anderer Versuch. Und ich fand auch, dass es gut geklappt hat. Sich gerade auch auf die Atmung zu konzentrieren, fast schon so ein meditativer Effekt. Er war nur kurz, dann sind die Gedanken doch wieder abgeschweift. Aber ja, war mal der Fokus. Und ich versuche das ja beim Krafttraining genauso, den Fokus dann auf die Übungen, auf die Sätze zu machen, auf die Wiederholungen. Ich sehe aber schon, der Cardio-Vlog, der wird ein bisschen kürzer. Zu Cardio gibt es natürlich auch nicht allzu viel zu sagen, außer der Empfehlung, die ich ja selber bekomme, aber auch weitergeben möchte, es öfter zu tun. Alright, kurzer Formcheck nach dem Cardio und natürlich dadurch komplett ohne Pump. Ich habe gerade mal Zone 2 Cardio gegoogelt. Das ist ein Bereich von 60-70% der maximalen Herzfrequenz. Das bedeutet bei mir 220 minus Alter minus 48 mal 0,6. Das sind so um die 103 Schläge pro Minute. Okay, ich war im Bereich durchschnittlich von 105 Schlägen pro Minute. Ihr seht, am Anfang war es natürlich noch niedrig. Zwischendurch ist es mal ein bisschen hochgegangen. Aber der Schnitt war 105, also bin ich quasi in genau dieser Range. Was jetzt aber dazu geführt hat, dass ich richtig Hunger habe. Das heißt, ich werde mir jetzt mal schnell mein Post-Workout-Müsli zubereiten. Das ist schon fast wieder leer. Das ist einfach ganz normales Beerenmüsli mit Hafer. Datteln werde ich heute Morgen als Post-Workout weglassen. Aber ich mache noch ein paar Sachen rein, wie Kürbiskerne, so ein paar Mandeln. Und die Leinsamen und noch die Mandelmilch. Dann bin ich good to go, was das Post-Workout, das Post-Cardio-Müsli betrifft. Bei mir ist dann morgen früh Brusttraining dran. Da freue ich mich schon sehr drauf, genauso wie auf den nächsten Vlog. Bis dahin.